waren wir immer irgendwie zu Blumen. Hallo liebe Leute, wir sind heute in Linz im wundervollen Posthof und geben hier ein Konzert unserer Lautes Gedenken-Tour. Was? Nee, erst Sekt. Nein. Erst Schnaps, dann Sekt. Mann. Jetzt habe ich es gefunden, was wir hier haben wollen. Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Du weißt, dass wir um 2025 eine kleine Sektsituation haben. Ja, den Gin kannst du dir einstecken. Danke. Klar. Geht hier oder wo? Bei Eike auf dem Zimmer. Bei Eike auf dem Zimmer. Zimmerparty bei Eike. Zimmerparty bei Eike. Eike ist Zimmer. Eike. Postparty. So, wir haben das. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Zimmer Gläser, ja? Hallo, Linz. Das ist auch ein schönes Problem hier. Dass ich mein Glück nicht wende. Was? Wir haben uns alle lieb. Und immer eine Handbreit Wasser unter den Kiel. Wow, so deep. Wow, das ist wirklich, das ist das, was zählt, ja. Heute fleißig an die Bar, denn ich bin ein frommes Flaschenkind. Und ich schaue ganz genau, ja, ist doch klar, in jede Pulle, ob ich ihn da finde. Das ist der große Flaschengeist. Wenn ich ihn finde, hab ich gelesen. Dann habe ich drei Wünsche frei. Und die wär. Dass dieser Tag nie endet. Ein Hopf und kalt Getränk. All meine Lieblingslieder. Oh ja, die wünsch ich mir. Dass ich mein Bett heute finde. Und noch ein kalt Getränk. Und dann von vorne. Paperboy, C64. Kennt, ne, ihr seid ja alle nicht so alt wie ich. Linz, meine Güte, ey. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Ich bin wieder komplett durchgeschwitzt. Die Kollegen auch, die sind schon teilweise unter der Dusche. Das war jetzt der dritte Termin in Österreich und das war wieder so der Oberhammer. Wie gehen die Leute hier ab? Und alles ist so schön, wunderbar und friedlich. Ich liebe das. Das ist so eine Freude, das mit anzugucken und hier spielen zu dürfen. Wir freuen uns, wenn wir ja hoffentlich ganz schnell wiederkommen und auch mal eine Nacht der Balladen hier machen. Also stimmt mal dafür ab, dass wir auch das hier tun. Es ist einfach wunderschön hier bei euch. Vielen herzlichen Dank. Hey Leute, heute sind wir in Zürich und wie wir das so machen, wir gehen natürlich gerne ein bisschen wandern und Dan hat uns mit auf eine Bergtour genommen. Sieht, der Ausblick ist wunderbar, ne? Und heute Abend werden wir Zürich hoffentlich ordentlich zerlegen. Wir haben richtig Bock, liebe Leute. Wir haben Reis, die ganze Spülmaschine wieder mit dabei. Ein Kollege ist auch hier, freut sich auch über die Bergwanderung. Weiter geht's. Moin ihr Lieben, liebe Grüße vom Uetli in Zürich. Wir sind gerade oben auf der Aussichtsplattform gewesen. Krasse Aussicht und wir haben alle so ein bisschen Höhenangst gekriegt. Und ja, es ist echt geil, dass wir den Tag so ein bisschen Zeit haben, um wandern zu gehen, so ein bisschen was zu sehen. Das ist echt schön. Ich freue mich auf jeden Fall auch heute Abend auf die Show, aber jetzt gerade ist auch schön. Jetzt holen wir uns gerade noch was zu trinken. Bevor du hier verwehst.
das war das vierte Konzert in Folge. Unser großer Block durch Österreich und die Schweiz ist zu Ende mit einem hammergeilen Konzert in Zürich. Das hat richtig Spaß gemacht. Ihr wart brutal laut. Ich habe mal ein paar kleine Wörter Schweizerdeutsch gelernt. Es ist schon geil gsi. Passt das? Egal. In jedem Fall geht es nächste Woche weiter mit München, Nürnberg und Rostock. Alles klar. Lautes Gedenken, 2024. Es geht weiter.